Oh verdammt, falsche Musik. Servus T4-Gemeinde und herzlich willkommen zu diesem Video. Erstmal vorab, was bekommt ihr in diesem Video zu sehen? Kurz zusammengefasst. Erstens, wie fährt sich ein T4 mit 84 PS mit LPG-Gasanlage? Das ist Nummer 1. Nummer 2, welche Probleme gab es mit der LPG-Gasanlage bzw. allgemein jetzt mit der Gasanlage in diesem Auto? Welche Fehler sind aufgetreten nach über 20 Jahren Betrieb? Also ich glaube, 22 Jahre hat das Fahrzeug jetzt diese LPG-Gasanlage. Dann, wie viel Kilometer insgesamt das Fahrzeug jetzt damit geschafft hat, das ist ja kein Geheimnis, ca. 220.000 Kilometer mit Gas, wie viel eingespart wurde und generell, wie funktioniert das alles noch hier nach so vielen Jahren und ja, der allgemeine Erfahrungsbericht, ich gebe das mal ein bisschen weiter von meinem Dad, der hat mir das jetzt vor ein paar Tagen nochmal erklärt, wie das abgelaufen ist alles. Ja, das seht ihr alles in diesem Video. Und nochmal vorab, ich habe festgestellt, dass über 90% von euch diesen Kanal gar nicht abonniert haben. Gucken tut hier zwar alle fleißig, aber klickt doch mal einfach mal auf den Abo-Button und vielleicht nochmal auf die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge, denn es wird spannend weitergehen. Es entwickeln sich ein paar Sachen rund um den T4, die ich so vielleicht noch nie vermutet hätte, dass überhaupt sowas möglich ist. Und bleibt dran, seid gespannt, was alles noch kommt. Ihr werdet alle davon profitieren, von diesem Kanal, das verspreche ich euch, so wahr ich jetzt hier sitze, in dieser alten Kiste. Also, los geht's. Achso, vorher fahren wir erstmal Gas tanken. Für knappe 1,09 Euro, glaube ich. Los geht's. So, generell ist es so, dass jemand im Gegenverkehr fährt als erstes und ein Vollpfosten ist. Ja, generell ist es jetzt so, wenn der T4 gestartet wird, läuft er nicht mit Gas. Das heißt, im kalten Zustand läuft er nicht mit Gas und muss erstmal so auf 50 Grad circa kommen, Wassertemperatur, damit der Verdampfer richtig funktioniert, beziehungsweise das Gas halt, welches aus der Flasche kommt, nicht einfriert. Und ihr müsst ihn erstmal auf Temperatur bringen. Man kann ihn jetzt auch während der Fahrt dazu zwingen, umzuschalten. Das funktioniert mit dieser Steuerung. Der ist jetzt aber bei mir schon ein bisschen wärmer und ich fahre jetzt und er hat jetzt auf Gas umgeschaltet und wir fahren jetzt mit Gas. Wenn das Gas jetzt zu Ende geht, dann ertönt meistens so ein Warnsignal und dann, ja, habt ihr nicht mehr viel Zeit, so circa noch 10 Minuten, dann läuft er noch auf Gas und dann schaltet sich die Gasanlage komplett ab und ihr habt nur noch den Antrieb mit Benzin halt gewährleistet. So läuft das hier eigentlich ab. Es ist jetzt kein großes Problem, damit umzugehen. Also das System ist eigentlich idiotensicher und sehr einfach zu bedienen. Ja, Knopf drücken geht oder Knopf nicht drücken, dann schaltet es halt automatisch um, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist. Und das ist eigentlich jetzt schon alles. So, wir sehen uns dann gleich auf der Tankstelle wieder. So, wie funktioniert das Betanken jetzt? Es gibt diesen Adapter. Ich nenne das immer italienischer auf Deutsch Adapter. Die Bezeichnung schreibe ich euch gleich hier unterm Video. So, der wird jetzt hier eingedreht. Da kommt der Adapter drauf. Dann nehmt ihr die Pistole. Die Pistole wird einfach nur hier drauf geschraubt. Macht das jetzt mal aus Absicht so schräg. Nicht so doll. Zusammendrücken. Dann rastet der Stift hier ein. Der Druck wird jetzt ausgeglichen. Und dann geht es auch gleich schon mit dem Betanken los. Und das Coolste an der ganzen Sache ist der Preis, wie ihr hier sehen könnt. Und jetzt kommt eigentlich das Blödeste an der ganzen Sache, der Knopf hier. Ihr müsst ihr nämlich drücken, die ganze Zeit.
und so läuft dann der Befüllvorgang ab. Oben ist Euro und unten ist Liter. Und jetzt müsst ihr es so lange halten, bis das Ding von alleine stoppt. Ihr könnt natürlich auch zwischenzeitlich aufhören, wenn ihr mögt. In der Zwischenzeit passiert hier unten eigentlich gar nichts. Man hört nur das Rückschlagventil so komisch knastern. Das ist eigentlich alles. Mehr passiert hier unten nicht. So, ich glaube, ca. 45 Liter müsste die Grenze sein, je nachdem, wie die Temperatur ist von dem Tank jetzt. Er stand ein bisschen in der Sonne. Mal schauen, wie viel reingeht. So, 45, jetzt ist Schluss. Jetzt könnt ihr auch loslassen. Und ich klemme euch jetzt mal kurz hier aufs Stativ. Und jetzt müssen wir nichts anderes tun, als hier einmal drücken. Dann kommt das Gas, was jetzt hier in diesem Stück war, raus. Dann wird das jetzt hier einfach nur rausgedreht. So, die Pistole wieder eingehängt. Und das hier entfernt und der Anschluss wieder mit dieser Staubkappe hier verschlossen. Wie fährt sich denn nun ein T4 mit einer Gasanlage und 84 PS? Es gibt nur ein Wort dafür, fantastisch. Es ist die Harmonie pur, als ob der Benziner von VW schon immer für diese Art von Treibstoff konstruiert gewesen wäre und Benzin die Alternative ist. Der Motor läuft ruhiger, leiser, hat spürbar keinen Leistungsverlust und ist drehfreudiger, kommt gefühlt schneller auf Touren. Der T4-Bus hat die Gasanlage nahezu zum 10. Jahrestag am 11.2003 spendiert bekommen und hatte zum damaligen Zeitpunkt ca. 70.000 Kilometer auf der Uhr. Im damaligen TÜV-Bericht beim Eintragung der Gasanlage ist nur ein Mangel aufgeführt: Motor, Antrieb, Ölfeucht. Somit gab es damals schon beste Voraussetzungen für eine Unterbodenkonservierung. Der T4 hat in seinen bisherigen 29 Jahren ca. 20 Jahre davon und 212.000 Kilometer mit der Gasanlage geschafft. Der derzeitige Tachostand ist 282.785 Kilometer bei der Aufnahme dieses Videos. Das macht 10.000 Kilometer pro Jahr, was wirklich wenig ist. In der Zwischenzeit wurde der Tank von 120 Liter auf 65 Liter verkleinert, um mehr Stauraum zu erhalten und die regelmäßige Wartung der Gasanlage durchgeführt. Mehr ist in dieser Zeit nicht passiert. Die Gasanlage läuft bis heute ohne Probleme. Es muss zwar langsam der Verdampfer gewechselt werden, aber dazu komme ich noch. Kommen wir jetzt zu den Nebenwirkungen der Gasanlage. Und damit meine ich auch die positiven Nebenwirkungen. Die Benzineinspritzventile können bei unsachgemäßer Fahrweise leicht verstopfen bzw. verharzen, was zu Startproblemen führen kann, muss aber nicht. Dagegen hilft die letzten 1-2 Minuten vor dem Abstellen des Motors immer auf Benzin umzuschalten, das heißt, bevor ihr am Ziel seid, einfach mal die letzten 100-200 Meter auf Benzin fahren. Der Verdampfer kann auf der Kühlmittelseite anfangen zu verstopfen oder leicht undicht werden, wie bei mir nach 20 Jahren geschehen. Es ist halt ein Verschleißteil und muss getauscht oder revidiert werden. So ist es nun mal. Ein super sauberer Motor und das von innen, bis heute kein Ölverbrauch und kein schwarzes Öl beim Ölwechsel. Ein sauberer, leiser und weicher Motorlauf, das habe ich aber bereits erwähnt. Für die gefahrenen 212.000 Kilometer kommt ein Durchschnittsersparnis von 73 Euro Cent pro Liter zusammen, was hochgerechnet ca. 14.000 Euro entspricht bei einer Laufleistung von ca. 10.000 Kilometer im Jahr. Natürlich fehlen hier noch die Einbaukosten, die ziehen wir jetzt einfach mal ab von ca. 2.000 Euro jetzt, dann kommt ihr immer noch auf 12.000 Euro, die hier eingespart wurden in den ganzen 20 Jahren. Und jetzt müsst ihr euch eigentlich nur die Frage stellen, wollt ihr den Bus lange behalten als Benziner? Dann lohnt sich das immer noch, eine Gasanlage nachzurüsten, denn euer Kontostand und der Motor wird es euch danken. Kommen wir jetzt zu dem verbreiteten Unsinn der LPG-Gegner. Gas verbrennt heißer. Nein, Gas verbrennt langsamer bzw. brennt länger als Benzin ab. Deshalb können an nicht dafür ausgelegten Motoren Ventil- und Ventilsitzschäden entstehen, da die Verbrennung noch nicht zu 100% abgeschlossen ist.
bevor das Auslassventil sich öffnet. Die VW T4 Benzinmotoren haben diese Schwachstelle nicht und sind somit für Gas prädestiniert. Der Tank muss alle 10 Jahre neu. Nein, er muss nur neu, wenn er über 10 Jahre alt ist und aus einem Fahrzeug ausgebaut wird und in ein anderes Fahrzeug wieder eingebaut wird. Dann muss er neu. Wie ist denn nun die Gasanlage in meinen T4 eingebaut? Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wo alles untergebracht ist. Den Tank habe ich ja schon erwähnt. Der Tank befindet sich hier, hinter meinen Campingstühlen jetzt. Also wie gesagt, 65 Liter. Der ist jetzt komplett quer eingebaut. Früher war er längs auf der linken Seite. Richtig groß mit, glaube ich, mit knapp 120 Litern. Und mein Vater hat ihn jetzt hier hin verfrachtet. Damals, aber man könnte ihn auch natürlich an die Stelle von dem Ersatzrad montieren. Jetzt habe ich einen Tank und ein Ersatzrad. Passt. Ja, wie kommt das Gas jetzt von hier nach vorne? Und zwar ist hier ein Kupferrohr verlegt, starr, unter der Karosserie sozusagen. Und das Kupferrohr landet hier an dieser Stelle, kurz vor dem Verdampfer. Das ist der Verdampfer, vor welchem ich gesprochen habe, der leider jetzt nach 20 Jahren hier undicht wird. Man sieht das ein bisschen von den grünen Kühlmitteln oder Frostschutz. Und es gibt also meines Wissens nach kein Reparaturset mehr dafür, also keine Dichtungen mehr dafür. Deshalb habe ich jetzt einen neuen bekommen. Den werde ich dann auch austauschen. Also der Verdampfer sorgt dafür, dass das Gas halt nicht in gefrorenen Zustand zum Motor kommt, also immer in gasförmigen Zustand. Deswegen passiert die Umschaltung halt beim Gas hier erst ab einer Betriebstemperatur von knapp 50 Grad, wenn es um den Motorkühlkreislauf geht. Gas vom Tank passiert jetzt hier erstmal ein Magnetventil. Das ist schon das zweite Magnetventil. Das erste ist am Tank. Hier ist das zweite. Hier drunter befindet sich noch ein grober Gasfilter. Dann endet das Gas hier in dem Verdampfer den Aggregatzustand und gelangt dann hier über diesen Schlauch und über einen zusätzlichen Gasfilter dann zu den Einspritzventil und das Gas wird dann hier sozusagen direkt in der Ansaugbrücke oder kurz vor den Einlassventilen eingespritzt und wird dann im Motor verbrannt. So ist das grundsätzlich aufgebaut. Hier sieht man noch einen Kabelbaum bzw. die Kabel von der Steuerung. Die ist hier hinten, also genau hier neben der Batterie, ist die Steuerung für die Gasanlage untergebracht. Und die Steuerung hat auch damals schon vor 20 Jahren einen eigenen MAP-Sensor gehabt. Der ist jetzt hier untergebracht. Das ist der MAP-Sensor für die Gasanlage. Und der sagt sozusagen der Gasanlage, mit welchem Unterdruck der Motor gerade läuft. Genauso wie auch bei dem Digifant-Steuergerät, was ja auch hier bei den Benzinmotoren sitzt. Ja, das ist im Groben und Ganzen auch schon alles gewesen. Mehr ist eigentlich nicht. Das heißt, der Tank hat auch nochmal eine Sicherheitsvorrichtung, auch nochmal so ein Magnetventil, wie gesagt, schon erwähnt. Und das war's. Also, das ist es auch schon gewesen. Worauf ich jetzt generell hinweisen würde, ist schwer zu sagen. Was ich in der letzten Zeit herausgefunden habe, ist, dass ihr generell unten, ist schwer zu finden, die Stelle, da ist ein Motorflansch. Von dort geht sozusagen das Kühlwasser in den Motor hinein, nicht heraus, sondern hinein. Und diese Stelle, von dieser Stelle wird auch oft der Verdampfer mit abgezweigt an dieser Stelle und da wird es manchmal undicht. Also das Wasser kommt ein bisschen raus. Deswegen, ja, ob das jetzt die Schuld von dem Gas ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber generell rate ich euch, alle Flansche, die an dem Motor dran sind, zu tauschen und generell dafür zu sorgen, dass der Motor keinen Ölverlust hat, auch oben nicht an dem Ventildeckel, weil das Öl zersetzt die Dichtungen, zersetzt die ganzen Schläuche, die ganzen Rohre, dann werden sie porös, rissig und dann gehen sie auch kaputt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich auch lange ein Problem hatte mit dem Wasser, was hier unten immer ausgetreten ist. Und dabei war das nur der scheiß Flansch. Ja, so sieht das jetzt aus. Eingebaut. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ach nee, wartet mal, ich habe noch was vergessen. Ist jetzt keine Werbung, aber ich finde den Kanal super. Wenn ihr euch für dieses Thema
Gasanlage interessiert, auch für Oldtimer, dann schaut mal rein auf den Kanal von GM Service Nagel. Der betreibt einen richtig coolen Kanal zum Thema LPG-Gasanlage, erklärt auch viele Sachen und den würde ich euch wirklich empfehlen, sich den mal reinzuziehen. Und da hat auch richtig coole Statements, wenn es darum geht, halt Leuten zu erklären, warum eine Gasanlage irgendwie Sinn macht. Und zweitens, er kämpft auch mit den ganzen Vorurteilen und das macht er wirklich gut. Also hier einen Daumen nach oben nochmal für GM Service Nagel. Ja, kommen wir jetzt zum Fazit. Würde ich den Einbau einer Gasanlage in einen T4 empfehlen? Ein klares Ja, wenn ihr zumindest die 4.000 bis 5.000 Kilometer im Jahr damit fährt und das Fahrzeug behalten möchtet. Ist der Gasverbrauch zu Benzin gestiegen? Ja, um ca. 0,8 bis 1 Liter auf 100 Kilometer. Hat die Gasanlage Probleme gemacht? Ein klares Nein. Ist sie auch für Oldtimer zu empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr noch mehr zu LPG im VW T4 wissen möchtet, dann schaut auf meine Projektwebseite deltabus.de. Dort habe ich alle relevanten Inhalte aus dem Video nochmals zusammengefasst. Den Link findet ihr selbstverständlich auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ahoi!